Ich danke euch allen, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich danke aber insbesondere denen, die hierher gekommen sind und dann wieder nach Hause geschickt worden sind. Das tut uns herzlich leid. Die Linke ist mittlerweile so attraktiv an der Saar, wir brauchen demnächst wahrscheinlich eine größere Halle. Und ich möchte natürlich den nächsten Aschermittwoch als Ministerpräsident mit euch zusammen begehen. Es sind vorhin schon viele begrüßt worden von Rolf, aber ich möchte noch zwei Begrüßungen nachholen. Zunächst, und das freut uns besonders, begrüße ich den Betriebsratsvorsitzenden der Saarbergwerke. Ich sage immer noch so, Hans-Jürgen Becker. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen, dass du heute bei uns bist. Glück auf! Und dann die Pfälzer sind ja bereits begrüßt worden. Es sind aber auch Gäste aus Niedersachsen bei uns, ohne dass wir Busse organisiert haben oder sonst etwas, sondern einfach aus Idealismus. Ich begrüße ganz besonders Bernd aus Oldenburg. Nun kann ich nahtlos an dem anschließen, was Gregor Gysi vorgetragen hat. Die Kernfrage der nächsten Zeit wird die sein, wer trägt die Folgen der Krise? Nicht, wie retten wir die Hypo Real Estate? Nicht, wie haben wir die IKB gerettet? Nicht, wie retten wir andere Banken? Sondern die Kernfrage wird die sein, wer bezahlt eigentlich die Zeche für die Milliardenschecks, die da ausgeteilt werden, jeden Tag, Tag für Tag? Und wir, die Linke, wir sagen, nur wenn die Linke stärker wird, haben wir eine Chance, dass die Zeche nicht den Arbeitnehmern, den Rentnerinnen und Rentnern und den Sozialbedürftigen aufgebürdet wird. Das fängt jetzt schon an in Irland, da werden Lohnkürzungen gemacht. Das setzt sich fort in Lettland. Und ihr glaubt doch wohl nicht, dass Merkel und Co. und Westerwelle, dass die was anderes vorhaben. Nur eine starke Linke kann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner, die Sozialbedürftigen schützen vor solchen Einschnitten. Was wir machen müssen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, ist die Frage aufzuwerfen, was ist eigentlich Eigentum? Das Wort wird so oft verwandt und jeder glaubt, er hätte auch eine Antwort darauf, was eigentlich Eigentum ist. Die Frage aber, was gehört aus welchen Gründen wem, ist in unserer Gesellschaft nie ordentlich gestellt worden, geschweige denn richtig beantwortet worden. Es gab mal einen anerkannten Wissenschaftler Wilhelm von Humboldt, der so formuliert hat, dass eigentlich die Tätigkeit, die Arbeit das Eigentum begründet. Er hat es in einem Beispiel gesagt, wenn einer einen Garten besitzt, dann gehört dieser Garten eigentlich gar nicht dem, der ihn besitzt, sondern dem, der die Arbeit in diesem Garten macht. Denn nur die Arbeit ist eigentlich die Form der Aneignung. Die christliche Soziallehre sagt, Eigentum entsteht aus Arbeit. Und nun stelle ich hier mal die Frage, wie können Milliarden Vermögen sich ansammeln bei einzelnen Personen? Ich habe vor einiger Zeit die Frage gestellt im Hinblick auf das Unternehmen Schaeffler, wie kann eine Mutter mit ihrem Sohn Milliarden Vermögen erarbeiten? Und jeder hat damals natürlich gesagt, ja, das ist ja wohl irgendwie nicht mit Ja zu beantworten, dass das möglich ist. Es gibt nicht einzelne Personen, die an Milliarden Vermögen erarbeiten können. Und deshalb bin ich stolz darauf, dass die Not jetzt diese Frage wieder auf die Tagesordnung setzt. Das Vermögen in den Großbetrieben gehört zu großen Teilen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die dies mit ihrer Händearbeit geschaffen haben. Und noch spaßiger wird es ja, wenn es um die Enteignung der HRE geht. Wenn ich da lese, auch in sogenannten Qualitätszeitungen, ich spreche hier aufgrund der unfreundlichen Behandlung mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung an, hinter der angeblich immer ein kluger Kopf steckt. Da haben sie also leidenschaftliche Artikel geschrieben, das sei doch nun der Sündenfall, dass hier eben Aktionäre unter ihnen die Heuschrecke Flowers enteignet werden. Ich habe Zweifel, ob hinter solchen Zeitungen kluge Köpfe stecken. Hier geht es doch nicht um eine Enteignung. Die wissen überhaupt nicht, was passiert. Diese Ganoven in den Banken haben die Bevölkerung um viele Milliarden enteignet. Die sind es doch, die enteignen. Haben die das immer nicht kapiert? Applaus
Wenn der Staat jetzt bei der Hypo Real Estate reingeht, dann ist das keine Enteignung, sondern ein Polizeieinsatz zur Sicherungsverwahrung der dortigen Leute, dass sie die Bevölkerung nicht noch weiter enteignen. Das sind die Zusammenhänge, die es da irgendwann mal geht, klarzustellen. Das eigentliche Drama dieser Krise ist, dass die Weltbevölkerung durch Ganoven, nicht durch den Finanzmärkte, durch Ganoven bei den Hedgefonds, bei den Private Equity Gesellschaften, bei den Investmentbanken und so weiter in einem gewaltigen Umfang enteignet worden ist. Zur Enteignung gehört eben auch, dass man einen Arbeitsplatz verliert. Die Arbeitnehmer haben manchmal nichts anderes als ihren Arbeitsplatz, wenn man durch eben fahrlässige Finanzspekulationen verantwortlich dafür ist, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dann ist das die brutalste Form der Enteignung. Was soll das Gequatsche um Flowers und HRE und die Aktionäre? Die sind doch nicht mehr normal. Die Maßstäbe in unserer Gesellschaft sind auf eine Art und Weise verschoben worden, dass das ungeheuerlich ist. Die ganze öffentliche Debatte leidet unter einer gewaltigen Begriffsverwirrung. Und sie leidet eben auch darunter, dass eben keine Maßstäbe mehr vorhanden sind, die von der Bevölkerung akzeptiert werden können. Ich habe hier den Fall einer Kassiererin, die wegen 1,30 Euro gekündigt worden ist. 1,30 Euro. Und da laufen Ganoven rum, die haben die Bevölkerung um Milliarden beklaut und sie gehen noch mit goldenen Fallschirmen nach Hause. Wo bleibt da das Rechtsempfinden? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Fragt die ganze Bevölkerung dieser Republik. Es ist überhaupt eine Frage, ob wir nicht im Rechtsstaat dafür Sorge tragen müssen, dass wieder mehr Gerechtigkeit in Deutschland möglich ist. Wenn einer einen geringen Betrag klaut, dann wird er sogar hier in diesem Fall gekündigt. Ist der Betrag etwas größer, wird er bestraft. Aber wenn beispielsweise Leute, die sich Millionen nicht verdient haben, sondern einfach aus den Kassen der Unternehmen genommen haben, wenn sie eben Steueroasen schleusen und sich der Steuer hinterziehen, dann gibt es Deal und Geschäfte mit der Justiz. Das muss aufhören. Das ist nicht die Praxis eines Rechtsstaates. Das muss anders werden in Deutschland. Ich hatte heute Morgen das Vergnügen, die anderen Parteien zu hören. Hab gedacht, du tust dir das mal was an. Da war zunächst einmal die CSU. Na gut, der Horst Seehofer war krank und angeschlagen, nicht in bester Verfassung, deshalb sage ich dazu nichts. Und dann hörte ich Guido Westerwelle, den man jetzt manchmal so ein bisschen auf den Teppich runterholen muss. Und dann warnte er vor dem schleichenden Sozialismus. Und er war tief davon überzeugt, dass diese Warnung berechtigt ist. Und da muss ich ihm eines sagen, Sozialismus ist nicht die Verstaatlichung von völlig überschuldeten Banken. Was hier läuft, ist die Enteignung der Bevölkerung. Das ist das Gegenteil von Sozialismus. Das ist brutaler Kapitalismus, der zurzeit läuft. Die haben das nur nicht kapiert. Kapitalismus ist eben ein Wirtschaftssystem, in dem die Verluste sozialisiert werden und die Gewinne privatisiert werden. Und nichts anderes läuft zurzeit. Zurzeit werden die Verluste sozialisiert in gewaltigem Umfang, in noch nie vorstellbarem Umfang. Das heißt, der Kapitalismus zeigt hier seine hässlichste Seite. Und da quaken die, das sei Sozialismus. Die haben überhaupt noch nicht gelernt, in den neuen Begriffen zu denken. Die haben nicht gelernt, dass wir jetzt eine Chance haben, tatsächlich mehr Demokratie zu wagen. Und deshalb bin ich stolz darauf,
dass wir schon seit einem Jahr und länger im Bundestag immer wieder Belegschaftsbeteiligung und Mitbestimmung fordern. Das ist die eigentliche Demokratisierung der Gesellschaft. Es geht nicht alle paar Jahre Wahlen, aber im Betrieb herrscht das Herr-im-Hause-Prinzip. Wir wollen auch Demokratie endlich in den Betrieben. Und das heißt, die Belegschaften müssen endlich mitwirken können, wenn es darum geht, über Arbeitsplätze, Investitionen und so weiter zu entscheiden. Und deswegen hatten wir ein schönes Bild in diesen Tagen. Die Besitzerin der Schaeffler KG, Frau Schaeffler, wurde ja immer wieder angemacht, weil sie einen Erzmantel trug. Auch von dem Arbeitsminister Scholz der SPD. Den müsste man natürlich fragen, wer hat Ihnen denn die Möglichkeiten gegeben, sich so viel Nerzmäntel zu kaufen? Denkt doch mal an die Unternehmenssteuersenkung und all das, was ihr verbrochen habt in den letzten Jahren, an das Lohndumping und so weiter. Aber heute trägt sie einen roten Schal. Ja, und genau das wollen wir. Wir wollen, dass viele ihre Nerzmäntel ablegen und sich einen roten Schal um den Hals binden. Das ist das Zukunftsbild. Dann sieht die Gesellschaft anders aus. Es ist ja überhaupt interessant, wie jetzt dieses paar hundert Milliarden verwaltet werden. Da sitzen immer, die also für die Banken zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, das ist noch gar nicht ausreichend diskutiert. Da sitzen dann die Vorstände der Banken. Da sitzt der Herr Ackermann. Da sitzt der Herr Blessing von der Commerzbank. Da sitzt der Vorstandsvorsitzende der Allianz. Da sitzen andere Fachleute. Und manchmal denke ich, ich bin im Wald. Wie wäre das denn, wenn irgendjemand auf die Idee käme, wenn es ums Löschen geht, die Brandstifter zu rufen und sagt, nun müsst ihr also hier mal schön löschen. Oder wenn man die Drogenmafia eben zu Drogenbeauftragten, zur Drogenbekämpfung berufen wird. Das kann doch alles nicht aufgehen, liebe Freundinnen und Freunde. Da sind doch die falschen Leute, die als Ratgeber der Regierung weiterhin bestimmen. Ich lese immer mit großem Vergnügen Kommentare, in denen steht, jetzt sei die Politik wieder mächtig. Es wäre ja schön, wenn das so wäre. Nur die Politik ist zurzeit sehr, sehr ohnmächtig. Sie sieht nämlich tatenlos zu und versucht irgendwie damit zurechtzukommen, wie die Weltbevölkerung durch verantwortungslose Billionenspekulationen enteignet worden ist. Und sie ist dann unter Zwang. Und weil der Geldfluss aufrechterhalten werden muss, muss der Deutsche Bundestag mal soeben in einer Woche 500 Milliarden insgesamt bereitstellen. Wenn auch größtenteils nur für Bürgschaften. Das hat doch nichts eben mit der Tatsache zu tun, dass die Politik an Macht gewinnt. Das hat damit etwas zu tun, dass diese Spekulanten die Politik zwingen, immer mehr Milliarden bereitzustellen. Die Politik ist doch gar nicht mehr frei. Sie wird genötigt, in schlimmer Form genötigt, immer mehr Milliarden und Milliarden und Milliarden bereitzustellen. Und deswegen ist diese Krise auch eine Chance der Neuverteilung. Sie ist eine ganz einfache Chance der Neuverteilung. Ich sage nicht Umverteilung. Die Umverteilung beginnt, wenn sich der Ackermann die 14 Millionen aus der Kasse nimmt. Da beginnt die Umverteilung. Er nimmt sich mehr wie viele andere, als ihm eigentlich zusteht. Ich sage Neuverteilung. Und eines ist nur wirklich der durchschlagende Grund, die Linke immer stärker zu machen. Und das ist der Grund, dass wir die einzige Kraft sind, die sicherstellt, dass diejenigen, die diese Krise verursacht haben, diese gewaltigen Verluste verursacht haben, dass sie zur Kasse gebeten werden. Das muss doch unsere Anstrengung sein. Wir müssen das durchsetzen. Und da wird dann immer gesagt, ja, das ist gut sagen, aber wenn man also Geld braucht, muss man eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentner und Rentner und so weiter zur Kasse bitten. Ich will mal zwei Zahlen nennen, die jeder überprüfen kann und die leider in der deutschen Presse nie auftauchen oder wenn, vielleicht vereinzelt mal. Vermögensbesteuerung.
Die Vermögensbesteuerung in Deutschland ist 0,9% vom Sozialprodukt. Die Vermögensbesteuerung in Großbritannien sind 4,3% vom Sozialprodukt. Also die Briten zahlen gut 3% mehr an Vermögensteuern allein auf Sozialprodukt gerechnet. In einfachen Zahlen ausgedrückt, bei uns in Deutschland zahlen wir nur 25 Milliarden. Würde man 3% mehr sagen, dann hätte man mindestens 75 Milliarden zusätzlich. Wir müssen also keine Renten kürzen, wir müssen keine Löhne kürzen. Wir brauchen nur eine einzige politische Kraft, die dafür sorgt, dass den Reichen endlich mal das Geld weggenommen wird, das sie sich teilweise widerrechtlich angeeignet haben. Das ist die Kernfrage. Und natürlich, Gregor Gysi hat es ja bereits gesagt, wir fordern einen Untersuchungsausschuss für die Hypo Real Estate, für diese komische Bank, die unvorstellbare Garantien verschluckt. Jeder von euch ist mit 1.000 Euro dabei und das nimmt ja gar kein Ende. Und wir fordern endlich einen Untersuchungsausschuss für die IKB, wo wir 10 Milliarden aus dem Fenster geworfen haben, obwohl ich im Verwaltungsrat der KfW immer wieder gesagt habe, es ist völlig unverantwortlich, Milliarden da hinterherzuwerfen. Das ist ein Versäumnis des BDI und anderer. Nein, sie haben das alles gemacht. Wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Und dann habe ich im Handelsblatt gelesen, der kommt nicht, weil die Spender der FDP gedroht haben, wenn ihr den Untersuchungsausschuss mitmacht, dann kriegt ihr keine Spenden mehr. Und von 3 Wochen sind dann die Spenden eingegangen, 100.000 von der Commerzbank, 200.000 von der Deutschen Bank. Wir brauchen keine gekauften Parteien. Wir müssen endlich wieder eine demokratische Republik werden. Und natürlich war es ja klar, als Sie ein Konjunkturpaket gemacht haben, wie das dann aussehen würde. Da haben Sie dann eine Steuerreform gemacht. Und bei der Steuerreform ist immer der Nachteil, dass die Hälfte der Haushalte überhaupt nichts kriegt, weil die Hälfte der Haushalte keine Lohn- oder Einkommensteuer zahlt. Also haben Sie eine Steuerreform gemacht nur für die andere Hälfte der deutschen Haushalte. Und dann haben wir die Frage gestellt, wie verteilt sich denn das? Und dann haben Sie gesagt, für diejenigen, die ein geringes Einkommen haben, Steuern zahlen, da geben wir 150 Millionen. Und für diejenigen, die ein höheres Einkommen haben, da geben wir 1,5 Milliarden. Das sind die beiden Zahlen, die die Bundesregierung uns zur Erklärung der Steuerreform gegeben hat. 150 Millionen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen, das sind die mehreren. Und 1,5 Milliarden für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit höheren Einkommen. Ja, wo ist denn da die Gerechtigkeit? Wir sagen, diese Regierung muss weg. Sie gehört nicht mehr ins Amt. Die verteilt um und sie hat ihren Auftrag grundsätzlich versäumt. Viele äußern sich zur Finanzkrise. Aber praktisch nur die Linke spricht 2 Ursachen an, die die Finanzkrise erst ermöglicht haben. Die Finanzkrise kommt ja nicht von selbst. Sie ist auch nicht deshalb gekommen, weil die vielen Regulierungen oder so gefehlt haben. Sie ist gekommen, weil Leute nicht mehr wussten, wohin mit ihrem Geld. Leute, denen es so gut geht, die laufen dann irgendwann ins Spielcasino und zocken. Und deshalb ist die Ursache der Finanzkrise für jeden, der einmal grundsätzlich analysiert, die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland und die ungleiche Einkommensverteilung in Deutschland. Sie haben den Boden bereitet für die Millionen und Milliarden Vermögen, die verzockt worden sind an den Börsen. Und wer die Finanzkrise bewältigen will, der muss auch an die Wurzeln gehen und muss die ungleiche Vermögens- und Einkommensverteilung in Deutschland endlich egalitärer machen, gleicher machen. Jawohl, die Linke ist für mehr Gleichheit in dieser Republik. Und wir haben ein klares Gegenprogramm.
Wir haben gesagt, wir wollen, dass das Geld, was der Staat in die Hand nimmt, dass das auch ausgegeben wird. Und wenn man beispielsweise Bundestagsabgeordneten eben Steuern nachlässt, dann laufen die nicht sofort ins Geschäft und geben das Geld aus. Und wenn man der Frau Schäffler Steuern nachlässt, dann tut sie es auch nicht. Und wenn man Ackermann Steuersenkung gibt, tut sie es auch nicht. Insofern ist das ein völlig fehlerhaft angesetztes Konjunkturpaket an dieser Stelle. Richtig wäre es gewesen, was die Linke vorgeschlagen hat, Hartz-IV-Sätze endlich rauf auf 435 Euro im ersten Schritt, damit die Leute eben dann auch Geld ausgeben können. Nachdem die Rentnerinnen und Rentner in den letzten Jahren 8,5% Kaufkraft verloren haben, wäre doch jetzt eine Rentenerhöhung von mindestens 4% fällig, um die Rentnerinnen und Rentner endlich wieder in die Lage zu versetzen, auch so einzukaufen, wie sie es immer getan haben. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, hochaktuell. Ich habe gelesen, dass Herr Steinbrück, der schnell redet, aber wenig schnell denkt, und Frau Merkel, die lieb ist, aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass sie doch in der Krise leicht überfordert ist, dass sie beide sagen, wir sorgen uns um die Inflation. Wir müssen aufpassen, wir können nicht mehr Geld in die Hand nehmen, weil da die Inflation kommt. Die haben nun gar nichts verstanden. Die Rechnung, die Geldmenge wird ausgeweitet, dann kommt Inflation. Das ist absoluter Blödsinn. Inflation kommt nur dann, wenn immer mehr Käuferinnen und Käufer Waren haben wollen, wenn sie so viel Geld eben in die Kaufhäuser tragen, dass die sagen, jetzt können wir die Preise ja wieder erhöhen. Aber hat einer von euch bemerkt, dass die jetzt immer mehr in die Kaufhäuser laufen, nachdem die Leiharbeiter ihre Jobs verloren haben, nachdem die befristeten Arbeitsverträge haben nicht mehr verlängert worden sind, nachdem immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Kurzarbeit gesetzt werden und nachdem immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeitslos werden, dazu sagen, wir sorgen uns um Inflation, das zeigt, die wissen überhaupt nicht, was los ist in diesem Lande. Wir haben nicht die Gefahr der Inflation, sondern die Gefahr des Preisverfalls, der Deflation. Und wenn wir in dieser Kiste sitzen, dann wird es verdammt schwierig. Und deshalb werden Merkel, Steinbrück und andere verantwortlich sein für den Anstieg der Arbeitslosigkeit. Es ist doch nicht zufällig, dass die Vereinigten Staaten 3% pro Jahr vom Sozialprodukt ausgeben. Wir eins. Im Übrigen bitte ich also auch die Öffentlichkeit um mehr Wahrhaftigkeit in der Berichterstattung. Wenn da gesagt wird, 50 Milliarden nimmt die Bundesregierung in die Hand und man sagt nicht dazu, dass das für 2 Jahre gilt, ist das eine Irreführung der Öffentlichkeit. Es muss endlich eben mal darüber geredet werden, wie viel Geld pro Jahr ausgegeben wird. Sonst kann ich ja auch sagen, 100 Milliarden für 10 Jahre und sagen, es ist ein gewaltiges Konjunkturprogramm. Was soll diese Irreführung? Die Amerikaner geben pro Jahr 3% aus, die Chinesen 7-8%. Das heißt, die großen Industrienationen nehmen viel mehr Geld in die Hand. Und ausgerechnet der Exportweltmeister, der bisher von den anderen am meisten verdient hat, hat mit das kleinste Konjunkturprogramm. Das ist unsolidarisch gegenüber dem Rest der Welt. Das ist der Zusammenhang. Es wäre natürlich zur Bundespolitik noch vieles zu sagen. Eines möchte ich aber deutlich machen. Die große Depression, von der so viel die Rede ist, die ist nicht nur deshalb so schlimm geworden, weil die Banken den falschen Kurs eingeschlagen haben. Sie ist so schlimm geworden, das war der entscheidende Punkt, weil sie bei den Löhnen einen Wettlauf veranstaltet haben. Wer hat die niedrigsten Löhne? Wenn das jetzt wieder losgeht, dann kriegen wir die Depression, dann kriegen wir die Deflation. Deshalb wäre jetzt gerade angesagt, Löhne rauf, damit die Leute wieder Geld in der Tasche haben, damit sie kaufen können und damit wir den Nachfrageausfall zumindest teilweise stoppen. Ich möchte nun natürlich auch noch ein paar Worte sagen zu unserem Land. Das wird vielleicht die Bundesbürgerinnen und Bürger nicht so interessieren,
Aber die Saarländerinnen und Saarländer warten ja darauf. Wir haben hier an der Saar einen Regierungswechsel notwendig. Nicht, weil wir irgendetwas gegen diejenigen haben, die jetzt regieren, sondern wir fordern diesen Regierungswechsel, weil sie eine Politik gemacht haben gegen die Interessen der saarländischen Bevölkerung. Ich habe vorhin den Betriebsratsvorsitzenden der Saarbergwerke begrüßt und ich stelle hier die Frage, was hat die eigentlich geritten in einer Zeit eines dramatischen Anstiegs der Arbeitslosigkeit, Arbeitsplätze im Bergbau abzubauen und zu sagen, Saarkumpels, ihr müsst da eben bühren. Ich werde am Wahlabend sagen, Müller-Pitt, nicht nur Eppelborre, ab mit dir, nur eben bühren. Und die Saarbergsleute, die bleiben hier. Und es wird natürlich mit unfairen Mitteln gearbeitet. Dass die Medien die Linke nicht lieben, hat sich wahrscheinlich rumgesprochen. Es ist ja so, wenn wir Vorschläge machen, werden sie eben jetzt mit einer Verzögerung von 2-3 Monaten von den anderen Parteien übernommen. Dennoch muss irgendetwas geschehen, um ein bisschen Wahrhaftigkeit da reinzubringen. Hier habe ich von der Zeitung mit den großen Buchstaben, ist noch nicht so lange her, ein paar Monate, hier schaffen wir 800 Jobs für unsere Saarkumpels. Und gezeigt werden der Wirtschaftsminister Rippel und sein Vorgänger Hans-Peter Georgi. Und sie lachen, fröhlich sind sie. Und da steht oben zum Beispiel bei Bosch, schaffen sie Ersatzarbeitsplätze für unsere Saarkumpels. Am nächsten Tag musste der Betriebsrat das sofort zurückweisen und sagen, wir haben überhaupt keine Arbeitsplätze für unsere Saarkumpels. Und jetzt haben die Zulieferer große Probleme, ihre Leute zu beschäftigen. So schofel gehen die mit den Bergleuten um. Das haben die nicht verdient. Sie sollen wenigstens aufhören zu lügen. Der nächste Betrieb, den Sie hier anführen, ist Saarstahl in Völklingen. Das ist nun eine Frechheit sondersgleichen. Wäre es nach Müller und seiner CDU gegangen hier in der Saar, dann wäre nicht nur die Gruben dicht, sondern Saarstahl wäre verkloppt worden an irgendwelche privaten Anteilseigner. Und was wir davon hätten, das kann sich jeder ausmalen. Nur wir haben die Stahlindustrie an der Saar gerettet und darauf können wir stolz sein. Und deshalb haben wir das große Vertrauen in der Saarbevölkerung. Jetzt wird beispielsweise bei Saarstahl in eine Schmiede investiert. Diese Schmiede wird die modernste der Welt, sagen die Ingenieure. Sie ist ausgebucht, es geht dort um Wellen, Kurbelwellen für Kraftwerke bis 2020. Diese Investition ist möglich geworden aufgrund der Politik, die wir gemacht haben, die einen Clou hat. Und der ist ja hochaktuell. Es gibt bei Saarstahl keine privaten Familien mehr, Röschlings- oder Anteilseigner, die das Geld rausziehen. Dieses Geld, was die verdienen, die Leute dort bei Saarstahl, fließt zurück in die Investitionen und es entstehen neue Arbeitsplätze. Das ist Politik für die Saar. Alles andere war Kappes oder Puppes. Dann war ich heute Morgen doch schockiert. Als es um Bergbau und die Arbeitsplätze ging, las ich Heulsusen-Mentalität im Saarland. Glück auf, ihr liebe Heulsusinnen und Heulsusen. Peter Müller hat sich beschwert, es gäbe hier eine Heulsusen-Mentalität. Und dann hat er gesagt, alle Regionen feiern ihren Wirtschaftsaufschwung, nur wir hier im Saarland nicht. Ja, wir haben hier Wirtschaftsaufschwung. Ja, steht hier. Habt ihr alle noch nicht gemerkt? Da geht ein Betrieb nach dem anderen pleite und der Müller, der will den Wirtschaftsaufschwung feiern. Der hat sie doch nicht mehr all. Ich will ihm erklären.
Ich will ihm erklären, was er vielleicht beobachtet hat, wenn er von Heulsusen-Mentalität spricht. Liebes Pittchen, wenn die Saarländer dir so lohnen, wie du regierst, da kriegen sie nicht reichen, da kriegen sie nicht rennen. Das ist die Heulsusen-Mentalität. Und deswegen, ich habe ja schon immer vorgeschlagen, dass unsere Frauen für den Wahlabend so einen Strampler strecken. Auf dem steht eben, schön, dass du fort bist, schön, dass du fort bist. Aber jetzt muss ja noch eben etwas ergänzt werden. Da muss noch draufstehen auf der Rückseite, ab nach Ibbenbüren. Und eine Kapelle muss spielen, es geht eine Träne auf Reisen. Das ist der Wahlabend. So müssen wir uns das vorstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich auch noch etwas zur SPD sagen. Ich verstehe ja die Schwierigkeiten. Und ich grüße hier ausdrücklich Frank und Heiko in Siersburg. Wir haben hier einen vollen Saal, der platzt aus den Nähten. Wir mussten keine Busse bestellen und gar nichts. Ihr seht, die Linke hat Zulauf an der Saar. Aber es kann doch nicht sein, dass diese Partei, der viele von uns ja auch verbunden waren, mitgewirkt haben, dass sie jetzt dabei bleibt. Nur wenn sie stärker wird als die Linke, dann wird sie mit uns regieren. Was ist denn das eigentlich für eine Gesinnung? Will man die Wählerinnen und Wähler bestrafen, wenn sie nicht so abstimmen, wie die SPD und Heiko Maas es wollen? Ich warne die SPD vor der Ypsilanti-Falle, um das in aller Klarheit hier einmal zu sagen. Wer sich nicht zutraut, stärker zu werden als der Wettbewerber, der hat im Grunde genommen, der zeigt ja nur, dass er keinen Mumm in der Hose hat. Ich höre auf der einen Seite immer wieder, Sie wären ganz sicher, dass Sie die zweitstärkste Partei hier an der Saar wären. Auf jeden Fall stärker als die Linken. Was sollen dann die Heiligen Schwüre? Sie würden mit uns nicht koalieren und vor allem mich nicht wählen. Das ist doch alles völlig unglaubwürdig. Wer das nicht an der Politik festmacht, der trägt zur Politikverdrossenheit in diesem Lande bei. Das ist eine wirklich unmögliche Haltung. Wenn die SPD vor der Wahl nicht die Ypsilanti-Falle verlässt und wenn sie nicht erklärt, mehr verlangen wir nicht, sie erkennt die parlamentarischen Spielregeln an. Und nach den parlamentarischen Spielregeln stellt die stärkste Partei in einer Koalition den Ministerpräsidenten. Wenn sie dies vor der Wahl nicht deutlich werden lässt, dann kann sie zum Müller ins Bett kriechen und mit ihm Gruben schließen, Schulen schließen und den Rest eben dann weitermachen, den sie bisher angeblich so energisch bekämpft. Und auf Bundesebene eine ähnliche Tristesse. Da sind ja wirklich Großstrategen am Werk, die also schon ihre strategische Meisterleistung, eine Partei, die einmal über 40% hatte, jetzt auf jener Umfrage 22, 23, 25% runtergewirtschaftet haben. Ich wundere mich manchmal, wie die auftreten, ohne jede Spur von Selbstkritik. Eine wirklich große und stolze Partei runtergewirtschaftet zu haben auf 22, 23, 24, 25% sollte eigentlich doch die Führenden veranlassen, in sich zu gehen. Und wenn ich beispielsweise diesen Erneuerungsgeist sehe, da ist der Münte jetzt wieder Vorsitzende, ja, mit dem verbinden die Leute nicht Aufbruch, sondern Rentenkürzung. Wir wollen, dass die Rentenkürzung zurückgenommen wird.
Und da ist Frank-Walter Steinmeier, der eben der Architekt, so sagt er, es der Agenda 2010 war. Das ist doch noch wirklich kein Ruhmesblatt. Wir bleiben dabei, Hartz IV muss weg, weil Hartz IV eine Entwürdigung der Menschen darstellt. Und dann sagen Sie, Sie wollen jetzt eine Koalition mit den Grünen, damit Frank-Walter Kanzler wird, und mit der FDP. Na, das wird ein wirkliches Traumtrio. Münte, Steinmeier und Westerwelle. Das ist die soziale Adresse der neuen Republik. Da könnt ihr euch alles schon freuen. Aber das zeigt doch nur eines. Die ganzen Versprechungen der SPD nach mehr sozialer Gerechtigkeit werden mit einem Satz unglaubwürdig. Wir wollen das mit Westerwelle machen. Das ist doch völlig verrückt, liebe Freundinnen und Freunde. Glaubt denn irgendjemand, mit Westerwelle könne man die Vermögensteuer einführen? Glaubt irgendjemand, mit Westerwelle könne man die Börsenumsatzsteuer einführen? Glaubt jemand, mit Westerwelle könne man die Hartz-IV-Sätze deutlich verbessern? Glaubt irgendjemand, mit Westerwelle könne man die Renten deutlich verbessern? Um das noch einmal hier zu sagen, ich sage es oft genug, ich wundere mich immer über die Bevölkerung, ich muss das einmal sagen. Die Zerstörung der Rentenformel, und das geht alle an, die einen Job haben oder noch einen haben wollen, und nicht die jetzt hier Rentnerinnen und Rentner. Die Zerstörung der Rentenformel heißt, wer 1.000 Euro jetzt, das ist also beispielsweise eine Kassiererin, wer 1.000 Euro jetzt pro Monat hat, hat nach der jetzt verabschiedeten Rentenformel 400 Euro Rentenanspruch später. Das ist für mich ein unglaublicher Skandal. Und die Linke darf nicht Ruhe geben, bis die Rentenformel wiederhergestellt ist, damit das Krebsgeschwür des Neoliberalismus beseitigt ist. Manchmal gelingt es auch Münte, mich zu verblüffen. Da stand er doch heute vor einer Versammlung und sagte, jetzt in der Krise zeigt sich, dass unsere Meinung die richtige war, dass nämlich die gesetzliche Rentenversicherung die beste Versicherung für die Rentnerinnen und Rentner ist. Ja, hat er sie noch alle? Wer hat denn die Privatisierung der Rentenversicherung auf den Weg gebracht? Wer hat denn die Rentnerinnen und Rentner den Finanzspekulanten überantwortet? Das war doch die sogenannte Riester-Rente. Das waren Münte und Gesossen. Führt doch die Bevölkerung nicht so brutal und so rücksichtslos in die Irre. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind an der Saar mächtig gewachsen als Mitgliedspartei. Vor gut 3 Jahren waren es, naja, wenn man großzügig rechnet, 150 Mitglieder. Jetzt sind es 3.260 und ich danke all denjenigen, die dazu beigetragen haben, dass wir so stark geworden sind. Wir müssen aber noch stärker werden. Da draußen ist ein Stand, der Mitmachstand heißt, der Mitmachzettel, da steht, ich mache beim Wahlkampf mit. Wer also das noch nicht für sich entschieden hat, der kann sich dort eben hinwenden und kann das unterschreiben. Ich möchte aber am Schluss all denjenigen danken, die diesen Abend vorbereitet haben, unsere Helferinnen und Helfer, auch diejenigen von öffentlichen Einrichtungen, Feuerwehr, Polizei und natürlich unserer Musikkapelle, die so schön den Steigermarsch gespielt hat. Ich möchte noch einmal diejenigen, die weggehen mussten, er hat mir gesagt, es wären mehrere hundert gewesen, mir kam eine ganze Reihe von Leuten vorhin entgegen, herzlich um Entschuldigung bitten. Wir haben mit einem solchen Antrag nicht gerechnet. Ich möchte Sie herzlich um Entschuldigung bitten. Und ich möchte natürlich euch bitten, jetzt in den kommenden paar Monaten dafür Sorge zu tragen, dass wir ein gutes Kommunalwahlergebnis haben. Das wird nicht so stark werden wie bei der Landtagswahl. Setzt keine falschen Hoffnungen und Zahlen in die Welt. Wir sind im flachen Lande noch nicht mitgliedermäßig dicht genug aufgestellt.
Aber dann kommt bereits die Europawahl. Die wird also eine bundespolitische Wahl sein. Da werden wir deutlich ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Hier an der Saar ein deutlich zweistelliges Ergebnis. Und es ist nur wirklich so, dass man mir und uns vorwirft, wir seien gegen Europa und würden zu sehr im Nationalen uns bewegen. Das ist nur wirklich eine Dreistigkeit sondersgleichen. Die Linke singt am Schluss ihrer Veranstaltungen nicht Nationalhymnen, sondern die internationale. Das ist unser Markenzeichen. Und so aufgestellt können wir in dieses Wahljahr gehen. Und dann freuen wir uns natürlich an dem Abend des 30. August. Ich habe das ja gesagt. Stellt euch doch schön vor, wie das ist, wenn das Müllerpüttchen mit rollendem R die Wahlniederlage einräumt, die er also dann nicht mehr leugnen kann. Und wenn wir dann sagen, eben schön, dass du fort bist, ab nach Ibbenbüren und die Blaskapelle spielt, es geht eine Träne auf Reisen. In diesem Sinne, Glück auf! Nehmt diese Begeisterung mit und dann freuen wir uns alle an den Wahlabenden. Und die Saar wird wieder rot. Jawohl, die Saar muss wieder rot werden.